Ja, wir sind mitten in einer großartigen Predigtserie. Der fünffache Dienst nach Epheser 4, 11. Fünf Dienste, die ein großer Segen für die Gemeinde sind. In den letzten Wochen ging es ja schon um den Apostel, den Propheten, den Hirten. Nächsten Sonntag ist der Evangelist dran und heute der Lehrer. Die meisten von euch waren wahrscheinlich schon mal 10 Jahre alt. Ja. So, es dämmert so langsam, ja. Und stell dir mal vor, als du 10 Jahre alt warst, hast du da Tag ein, Tag aus Umgang mit Aposteln gehabt, mit Propheten, mit Evangelisten, mit Hirten, vielleicht ab und zu mal bei einem Spaziergang auf der Schwäbischen Alb. Hattest du Umgang mit Lehrern als 10-Jähriger? Ja, ein deutliches Nicken. Also das heißt, wenn wir uns diese 5 Dienste anschauen, dann haben wir speziell beim Lehrer, jeder von uns, schon ein ganz bestimmtes Mindset, eine ganz bestimmte Vorprägung. Also wir gehen an das Thema nicht neutral ran, im Vergleich vielleicht zu den meisten anderen 4 Diensten. Und frag dich doch einfach mal kurz in deinem Inneren, was kommt da so hoch, wenn du denkst, als du 10 Jahre alt warst, was für Lehrer hast du da erlebt? War das eine tolle Zeit? War das eine frustrierende Zeit, eine anstrengende Zeit? Ich denke, es wird den meisten so gehen, dass es immer so ein bisschen gemischt war. Ja, es gab Lehrer, da waren wir dann froh, wenn der Unterricht vorbei war. Oder wenn man wieder aufgewacht ist, dann, wenn die Glocke geklingelt hat. Aber dann gab es auch andere Lehrer. Und bei mir war es beispielsweise Herr Müller. Herr Müller war ab der 5. Klasse mein Mathelehrer. Und es war super. Der Herr Müller war eigentlich ein ruhiger, sachlicher Mensch. Aber er hat eine totale Begeisterung und Leidenschaft für Mathe gehabt. Er konnte es lebendig rüberbringen und interessant. Und er hatte auch einen guten Blick auf seine Schüler. Er konnte erkennen, wo da bei einzelnen Schülern richtig Potenzial ist. Und hat es dann auch total gefördert. Ja, und ich war dann auch total glücklich, als dann später Richtung Abi ging, die letzten 2 Jahre. Es war keine Frage, dass ich dann Leistungskurs Mathe machen würde, und die Freude war doppelt, als ich dann wieder Herrn Müller gekriegt hat. Und so war es eine Freude, mit ihm ins Abi zu gehen, ja, weil er hat Potenzial erkannt, hat Leute gefördert und er hat eine Begeisterung und eine Leidenschaft dafür geweckt. Also wir haben solche und solche Erfahrungen mit Lehrern gemacht, und meine Frage ist, wie prägt diese Erfahrung aus der Vergangenheit unsere Sicht des Lehrers, also die Sicht des Lehrdienstes heute in der Gemeinde? Ja, wenn wir diese Aufzählung haben in Epheser 4 und dann kommt ganz am Schluss halt noch der Lehrer, ja, und Lehrer, Punkt, 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 fällt fast noch unter den Tisch runter. Hat er eine wichtige Aufgabe, spielt er eine Rolle heute in der Gemeinde? Und da schauen wir uns mal ganz kurz 3 Beispiele an aus der Apostelgeschichte, aus der frühen Gemeinde, wie sich da die Dinge entwickelt haben und wie da der Lehrdienst mitgespielt hat. Die erste Episode, Apostelgeschichte 11, die Gemeinde in Antiochia. Und wir lesen das heute eben, gucken da 2000 Jahre zurück und sehen da gar nicht die Dramatik und die Dynamik, die damals passiert ist. Häufig. Wir denken, ja gut, hat sich da halt die Gemeinde entwickelt und das war alles gut und nett. Aber man muss sich vorstellen, die ersten Jahre war es völlig klar, das Evangelium wird verkündigt. Überhaupt keine Frage, aber wem?
an Juden in Israel. Und dann diesen Schritt zu gehen, dass auch mal ein Nicht-Jude das Evangelium hören könnte, das war ein Riesenschritt für die ersten Christen. Ja, Petrus brauchte da nochmal eine spezielle Offenbarung von Gott, dass er sich da überhaupt getraut hat, einen Schritt weiter zu gehen. Und dann gerade in Antiochia sehen wir eine völlig neue Weichenstellung. Eine Stadt außerhalb von Israel, und zum ersten Mal sind Nicht-Juden, Griechen in diesem Fall, in großer Zahl zum Glauben an Jesus gekommen. Eine völlig neue Epoche in der Kirchengeschichte oder in Entwicklung der frühen Gemeinde. Und dann war die Frage, das war jetzt unerwartet, was machen wir jetzt? Was hat man gemacht? Man hat die Feuerwehr gerufen, sprich Barnabas. Ja, Barnabas, der erste christliche Feuerwehrmann, überall, wenn es gebrennt hat, wenn es heiße Situationen waren, wenn es Schwierigkeiten zu lösen gab, dann war Barnabas der richtige Mann. Ja, hier in Apostelgeschichte 11 lesen wir, es war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes, und er hat dann die Gemeinde dort in Antiochia die Weichen richtig gestellt. Warum? Er hat zwei Dinge gemacht. Erstens, er hat überlegt, ich brauche noch jemand im Team. Und dann ist ihm eingefallen, da gab's noch so einer, der früher ziemlich heiß drauf war gegen uns, aber der jetzt eine Begegnung mit Jesus hatte und der irgendwo im Süden von der heutigen Türkei lebt, in Tarsus. Und dann geht Barnabas nach Tarsus, holt Paulus, sie fangen an, dort in Antiochia die Gemeinde aufzubauen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 11, ab Vers 21, und sie lehrten dort ein ganzes Jahr lang. Also eine völlig neue Gemeindesituation, wie man es bis dahin noch nie hatte. Und der Aspekt der Lehre ist für sie zentral wichtig. Und das Ergebnis ist großartig. Es heißt dann, das ist der Ort, wo die Nachfolger von Jesus zum ersten Mal Christen genannt wurden. Also dieser einjährige Lehrdienst hatte so einen durchschlagenden Erfolg, dass Jesus immer mehr Gestalt angenommen hat in diesen neuen Gläubigen, die zuvor als Griechen vom Evangelium keinerlei Ahnung hatten, ja, vom Gott Israels. Wenn ein Jude zum Glauben an Jesus gekommen ist, war ja schon eine Grundlage da. Bei den Griechen war nichts da. Und dann werden sie Christen genannt, Menschen, die Jesus hier auf der Erde repräsentieren. Fantastisch. Gehen wir ein paar Kapitel weiter, ein bisschen weiter in den Osten gesehen, nach Korinth. Also jetzt richtig voll Griechenland. Und gerade dieser Paulus, über den wir geredet haben, er kommt dort nach Korinth, unheimlich große Schwierigkeiten in der Stadt an sich. Müsst ihr euch vorstellen, der große Marktplatz, wo das soziale Leben stattfindet, und neben dem großen Marktplatz ein riesiger Tempel für Apollo und sonst auch in der Stadt zig andere größere und kleinere Tempel, wo alle möglichen Götter angebetet werden. Und aus diesem Hintergrund kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Und was macht Paulus? Er ist 1,5 Jahre in dieser Stadt und er lehrt. Ja, also gerade Leute, die aus so einem Hintergrund kommen, vielleicht auch kultischer, religiöser Hintergrund, sie lernen Jesus kennen, Lehre, gegründet zu werden im Herrn. Und eine ähnliche Geschichte, aber mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Paulus zieht dann weiter nach Ephesus, also wieder von Antiochia nach Westen Richtung Korinth, dann wieder nach Osten Richtung Ephesus. Und Paulus ist da 3 Jahre lang. Und er sammelt einige Leute, die Christen waren, und fängt an, 2 Jahre diese Leute zu lehren. Ja, in einer Art theologischen Ausbildung oder Bibelschule oder wie auch immer du das nennen möchtest. Und hier ist plötzlich ein ganz anderer Effekt. Diese kleine Gruppe von Leuten, die da waren, durch das Training von Paulus werden die selber aktiv und fangen an, das Evangelium zu verkündigen. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 19, die ganze Provinz Asien hört das Evangelium.
eine riesige geografische Ausbreitung und es entstehen Gemeinden, selbst an Orten, wo Paulus dann selber nicht hinging, aber wo die Leute, die er trainiert hat, dann das Evangelium verkündigen und Gemeinden entstehen. Also Leute, die früher kultisch involviert und aktiv waren, die alles Mögliche Komische über Gott oder die Götter gedacht haben, sie werden plötzlich glühende Nachfolger von Jesus. Und die Frage ist, wenn du aus solchem Hintergrund kommst, wie willst du ohne Lehre dann Jesus nachfolgen können? Wie soll das möglich sein? Und Paulus, Barnabas und andere haben diese Notwendigkeit erkannt und deshalb dort einen dicken Schwerpunkt in ihrem Dienst gesetzt. Ja, und wir reden ja sehr oft über den Apostel Paulus. Und das ist richtig, das ist wichtig. Das war natürlich das Kennzeichen seines Dienstes. Aber wir finden auch an mehreren Stellen den Lehrdienst von Paulus. Beispielsweise Paulus war der Lehrer der Nationen. 1. Timotheus 2, Vers 7. Oder im 2. Timotheusbrief sagt er beispielsweise, ich bin von Gott bestellt oder berufen worden als Apostel und Lehrer. Also dieser Aspekt des Lehrdienstes war für Paulus genauso wichtig und bedeutend wie der apostolische Dienst. Was lernen wir aus diesen drei kurzen Beispielen in der Apostelgeschichte? Wo geistlich etwas passiert, wo Gemeinde wächst, wo das Reich Gottes sich ausbreitet, dort spielt der Lehrdienst eine zentral entscheidende Rolle. Möchte ich ganz dick unterstreichen. Und wir könnten vielleicht auch die gegenteilige Schlussfolgerung ziehen, wenn wir mit Mittelmaß zufrieden sind, wenn geistlicher Stillstand oder der Status quo uns gefallen, wenn wir uns gerne mit dem arrangieren, dann brauchen wir auch keinen Lehrdienst, dann können wir das auf die Seite legen. Ja, dann wollen wir heute vor allem auf drei Bibelstellen uns konzentrieren, drei Stellen, die wir zusammen lesen wollen, wo besonders die Wichtigkeit, die Notwendigkeit des Lehrdienstes unterstreicht. Fangen wir mal an mit Epheser Kapitel 4, also gerade dieser Abschnitt, wo für uns auch der Ausgangspunkt für diese Lehrserie ist. Und da möchte ich mit euch mal den Vers 14 lesen. Wir haben ja hier die Beschreibung der fünf Dienste und großartige Auswirkungen, die entstehen, wenn Apostel, Evangelisten etc. am Wirken sind. Wir lesen da beispielsweise Worte wie Zurüstung oder Erbauung oder Einheit, Erkenntnis, Reife und Mündigkeit, Fülle, Wachstum, Auferbauung. All das sind Begriffe, die hier in Epheser 4, 11 und folgende zu finden sind. Und es ist wunderbar und da können wir richtig das festhalten. Aber dann kommt plötzlich Vers 14 und über den Vers 14 sollte man stolpern. Ja? Auch wenn es vielleicht negativ ist, aber wenn ich so einen Vers lese, dann ist es wie eine Alarmglocke. Inmitten von all diesen großartigen, positiven Aufzählungen kommt hier in Vers 14 plötzlich ein Nicht. Ein Nicht. Der Begriff Nicht. Und das lesen wir. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. In Vers 13 haben wir gelesen oder steht, dass wir Mündige sein sollen. Ja, das Ziel ist die Mündigkeit, die Reife des Wachstums. Und dann geht Paulus hier auf die andere Seite der Medaille, auf das Unmündigsein. Wir sollen nicht länger Unmündige sein. Und wenn wir uns diesen Begriff genauer anschauen, dann steckt dort letztendlich das Gegenteil von Erwachsenensein drin. Ein kindliches Verhalten.
oder ein kindliches Wesen. Also Erwachsenensein als Vollkommensein wird hier kontrastiert zum kindlichen Wesen. Und ich denke, das zeigt sehr schön das Wachstum, diesen Wachstumsprozess, in dem wir als Christen drin sind. Wir starten mit diesem kindlichen Wesen und wir sollen immer reifer werden und dann eben diesen Zustand des Erwachsenenseins anstreben und die Förderung erleben, damit wir in diesen Zustand hineinkommen. Und Mündigkeit bzw. Unmündigkeit hat offensichtlich etwas direkt mit Lehre zu tun. Ja, von jedem Wind der Lehre, von dem Paulus hier redet. Und es ist sehr bildhaft, hin und her geworfen, umhergetrieben, wie so eine Meereswoge, die da vom Wind bewegt wird und wo man nicht weiß, wohin es geht. Und dann verwendet Paulus drei heftige Begriffe. Wir haben das ja gerade gelesen. Als erstes Betrügerei. Ja, Betrügerei ist etwas, was uns in der Unmündigkeit hält oder was Menschen offensichtlich gebrauchen, um uns von diesem Weg mit Jesus abzuhalten. Und wenn wir diese Begriffsbezeichnung, die Paulus hier verwendet, genauer anschauen, dann steckt dort der Gedanke des Würfelspiels dahinter. Ja, in dem Begriff steckt das Würfelspiel, ein Falschspiel, ein betrügerisches Falschspiel. Vielleicht kennst du das, wenn du irgendwo in einer Großstadt international unterwegs bist und dann wirst du angesprochen, dann kommt so einer mit so Würfel und mit so Hütchen und dann darfst du viel Geld investieren und dann werden die Hütchen geschoben oder wie auch immer. Oder gezinkte Würfel irgendwo, ja. Also betrügerisches Falschspiel mit Würfeln, das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Was passiert, wenn falsche Lehre in der Gemeinde Raum findet? Der zweite Begriff, Arglist oder Verschlagenheit. Klingt erstmal ein bisschen theoretisch, aber die Begriffsbedeutung auch hier im Deutschen ist so viel wie eine vorsätzliche Irreführung. Das bedeutet Arglist. Vorsatz, also jemand plant absichtlich, jemand zu täuschen oder in die Irre zu führen. Und das dritte, zu listig ersonnenem Irrtum. Also es gibt Dinge, die Menschen aus einer negativen Motivation heraus aktiv werden lässt, um Leute zu täuschen, um sie zu verführen, um sie in die falsche Richtung zu führen, um sie zu betrügen, geleitet durch Irrtum. Über solche Aussagen muss man stolpern. Ich hätte das nicht erwartet in diesem Absatz. Aber Paulus unterstreicht es ganz deutlich. Und es hat offensichtlich mit dem Lehrdienst zu tun. Kommen wir zur zweiten Stelle, zu Petrus diesmal. 2. Petrus 2, Vers 1. Ich lese es mal vor, diesen Vers. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Also auch hier offensichtlich beim Propheten gibt es einen Gegenspieler oder eine falsche Seite der Prophetie. Wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Und hier steht ein ganz interessanter Begriff. Pseudo-Lehrer. Ich übersetze es jetzt mal vom Griechischen her. Wie Pseudo-Propheten steht hier dann Pseudo-Lehrer. Was bedeutet denn das Pseudo? Also falsche Lehrer, Irrlehrer, werden hier vom griechischen Begriff sozusagen als Pseudo-Lehrer bezeichnet. Und wenn wir im Deutschen von Pseudo reden, dann klingt doch da sowas mit wie, es ist als ob, aber doch nicht wirklich. Es sieht so aus, als ob es so wäre, aber es ist doch genau die andere Seite. Also Irrlehrer oder falsche Lehrer sind offensichtlich gemäß dieser Definition Leute, die so tun oder so wirken, als ob sie Lehrer seien,
aber es eben nicht sind. Pseudo im Griechischen bedeutet auch so viel wie Lüge und Täuschung. Also Lehrer, die offensichtlich wie Lehrer wirken, aber die eben da sind, um zu täuschen oder in die Irre zu führen. Und wenn wir uns diesen Vers 1 anschauen, da sehen wir vier Charakteristika, die ich kurz anführen möchte, wie wir solche Dinge auch erkennen können. Erstens, sie sind oft sehr aktiv. Ja, das sind Leute, die Irrlehre verbreiten, die setzen sich nicht irgendwo in den Stuhl zurück und verschränken die Arme und sagen, ach, lass mal die anderen machen, sondern sie sind oft gekennzeichnet davon, dass sie gerade sehr aktiv sind, dass sie ihren Mund weit aufmachen, überall die Bühne suchen und ihre Dinge zu verbreiten suchen. Dann das Zweite, sie arbeiten heimlich. Die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden. Ja, also keine Transparenz, irgendwo doch ein bisschen im Untergrund, laut, aber doch irgendwie verborgen. Dann das Dritte, sie bringen Zerstörung, sagt dieser Vers ganz eindeutig. Sie bringen Zerstörung. Und das Vierte, sie haben sich von der Wahrheit abgewandt. Ja, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Also sie haben Jesus den Rücken zugekehrt. Es kümmert sich nicht das Evangelium, sondern es geht um ihre eigene Lehre, um ihr eigenes, ich sage es mal deutlich in Anführungszeichen, Evangelium oder Pseudo-Evangelium, das eben keines ist. Was ist ihre Motivation? Wir lesen das später in diesem Abschnitt in Vers 3. Habsucht. Egoismus, was auch immer, sei es jetzt Geld, Ehre, Anerkennung, das treibt sie voran. Sehr heiße Stelle hier. Und die dritte Stelle, und es wird noch heißer, 2. Timotheus Kapitel 4. Herr Paulus ist kurz vor seinem Lebensende. Er schreibt noch seinem guten Freund Timotheus, den er über viele, viele Jahre geprägt hat, der jetzt selber in Gemeindeleitungsverantwortung war in Ephesus, schreibt er diese bewegenden Zeilen des 2. Timotheusbriefes und in Kapitel 4 kommt er dann auch wieder auf Lehre oder auf Irrlehre zu sprechen. Und ich lese hier mal die Verse 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Was ist der Ausgangszustand? Der Ausgangszustand, sie ertragen die gesunde Lehre nicht. Oder die neue Genfer Bibel übersetzt, sie schenken der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr. Um das geht's. Wenn wir am Evangelium festhalten, wenn wir sagen, ja, wir wollen mit Jesus unterwegs sein, wir wollen nahe an der Schrift sein, dann kriegen diese Dinge auch keinen Raum in unserem Leben. Das ist schon mal beruhigend. Aber eben, wenn wir da Kompromisse machen, dann kann es sein, dass dieser Mechanismus in Gang kommt. Und dann benutzt Paulus hier ganz, ganz spannende Begriffe. Ja. Sie ertragen die gesunde Lehre nicht und nach ihren eigenen Begierden häufen sie sich Lehrer auf. Ein grandioses Verb bedeutet so viel wie aufhäufen oder dazu anhäufen. Also du musst dir vorstellen, da liegt irgendwas auf dem Boden und dann wird es immer mehr. Man beobachtet es ja auch, wenn du auf der Straße unterwegs bist, wenn irgendwo Müll liegt, dann liegt am nächsten Tag mehr Müll da und am übernächsten Tag noch mehr Müll. Und genau so einen Begriff verwendet Paulus hier. Also etwas Falsches ist da und es wird immer mehr. Es wird immer mehr angehäuft und Menschen, die dann entsprechend in dieser Selbstgefälligkeit leben, suchen sich entsprechend die Lehrer, die dafür ihre Empfindungen passend sind.
Und zwar ein Zweifaches. Hier haben wir gelesen, sie suchen sich die Lehrer und dann suchen sie auch noch die Lehren. Beides ist in diesem Vers aufgezählt. Wir haben gelesen, ich gehe da nochmal drauf zurück, sie häufen sich die Lehrer auf und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln hinwenden. Also Lehrer aufhäufen und sich zu den Fabeln hinwenden. Das heißt, die Menschen suchen sich das, was sie hören wollen. Wo die Leute sich Lehrer aussuchen, die ihnen nach den Ohren reden, die genau das sagen, was sie hören wollen. Und dann habe ich jetzt gerade den Begriff Fabel vorgelesen. Ja, sie werden sich zu den Fabeln hinwenden. Und dieses Wort hinwenden bedeutet so viel wie, dass man sich von etwas anderem abwendet. Ja, ich habe mich einer Sache zugewandt, jetzt möchte ich das nicht mehr und ich wende mich etwas anderem zu. Und das ist genau der Punkt, ja. Sie haben die gesunde Lehre nicht ertragen, sie wenden sich von ihr ab und öffnen sich dann dementsprechend für andere Dinge. Und ich muss gestehen, mit dem Begriff der Fabel, da habe ich irgendwie Probleme gehabt. Das hat mir nicht so arg viel gesagt. Habe ich mich gefragt, was meint denn Paulus mit Fabel? Und vom griechischen Begriff her hat mir das dann viel, viel mehr geholfen. Im Griechischen steht dort das Wort Mythos. Mythos. Und es kann natürlich ganz verschiedenfach übersetzt werden. Fabel ist eine häufige Übersetzung oder erdichtetes Gedicht oder Mythen, wie auch immer. Und wenn das Neue Testament diesen Begriff Mythos verwendet, ist es immer in negativer Absicht. Also Mythos wird durchweg abgelehnt. Und schauen wir doch mal vom Griechischen her, wo wird denn im Griechischen oder wo denken die Griechen denn von Mythos? Sie denken von Mythos, wenn sie von ihren Göttern reden, von ihren Halbgöttern, ja, die griechische Mythologie. Jetzt haben wir's. Und das verstehe ich besser als das Wort Fabeln. Ja. Was denken denn die Griechen über ihre Götter? Diese Sagen, die vielleicht auch bei uns teilweise bekannt sind, sind gekennzeichnet von ihrem mangelnden Wahrheitsgehalt. Sie sind gekennzeichnet, dass man nicht so genau weiß, ist es jetzt wirklich passiert oder ist es nicht passiert. Es kann eine Tatsache sein, aber es kann auch erfunden sein. Das heißt, Mythen vermitteln eine bleibende Unsicherheit. Und so ist es doch auch heute in unserer Zeit. Ja, wir wissen oft nicht mehr, stimmt etwas oder stimmt etwas nicht. Was ich da jetzt gerade höre, sei es in den Nachrichten oder sonst wo, stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Und mich nervt es total, muss ich sagen. Ja, diese Unsicherheit zu wissen, was ist denn jetzt wahr? Und genau das ist das Kennzeichen dieser Mythen. Da mag vielleicht ein Fünkchen Wahrheit drin sein, aber es wird dann ganz viel Garn drumherum gesponnen und da irgendwelche Geschichten entwickelt. Und genau das ist das Kennzeichen der Irrlehren, die Paulus hier so vehement bekämpft. Was bedeutet es jetzt für uns, wenn wir wissen, Menschen suchen sich die für sie passende Botschaft und sie suchen sich den für sie passenden Lehrer? Das heißt für uns, nicht alles, was fromm klingt, ist Evangelium. Ja, wir haben ja heute unbegrenzte Möglichkeiten, Predigten und Lehren und sonst wo zu hören. Ja. Das, besonders im Internet oder sonstigem, ist uns da ja Tür und Tor geöffnet. Und nicht alles, was dort irgendwie mit einem Bibelvers begründet wird oder versucht wird zu begründen, ist auch biblisch. Ja. Was ist jetzt das Gegenteil vom Mythos? Und das finde ich jetzt spannend. Jetzt wird es auch richtig konkret und greifbar für uns. Es sind zwei Dinge, die hier im Neuen Testament ganz stark dem Mythos entgegengesetzt sind.
Wir haben 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 3 und 4 gelesen. Und ein Vers davor sagt Paulus zu Timotheus, predige das Wort. Das Wort, die Schrift, ist das Gegenteil des Mythos. Und dann in Vers 4, Wahrheit. Ja. Halte an der Wahrheit fest. Diese beiden Dinge, Wahrheit und die Schrift, sind genau das Gegengift zu dem zerstörerischen Mythos. Und das ist für uns so entscheidend wichtig als Christen, dass wir darauf oder daran festhalten, das Evangelium ist ein historischer Tatsachenbericht. Es ist ein Riesenunterschied, ob Jesus wirklich gestorben und wirklich auferstanden ist und wirklich zum Vater im Himmel gefahren ist oder nicht. Ja, wenn wir jetzt anfangen, diese Dinge irgendwo ins Reich der Mythen zu versetzen, dann haben wir schon verloren. Ja. Wir müssen am Evangelium als einer glaubwürdigen, historischen Geschichte festhalten. Ja. Die Mythen sind erfundene Geschichten, sie sind Fabeln, sie entsprechen nicht der Wahrheit. Und die Wahrheit und das Wort des Evangeliums, der Schrift, stützt sich auf historische Tatsachen. Das heißt, was ist die Aufgabe des Lehrers? Was macht ein Lehrer? Der Lehrer führt zur Schrift hin. Für den Lehrer ist die Schrift das Zentrum seiner Verkündigung. Und es ist jetzt nicht trocken und tot und langweilig, sondern wie Herr Müller das früher mit Mathe gemacht hat. Ja? Ein Lehrer erweckt eine Begeisterung für die Schrift, erweckt eine Leidenschaft für die Schrift und er selber ist auch hingegeben an das Wort Gottes. Und der Lehrer hat die Gabe und auch das Herzensanliegen, jeden Einzelnen in der Gemeinde genauso zu motivieren, selber persönlich mit der Schrift Umgang zu haben. Ja? Die persönliche Reife jedes einzelnen Christen. Das Ziel jedes Lehrdienstes, egal ob es im Gottesdienst ist, ob es an Lehrabenden in der Gemeinde ist oder wenn wir Dinge im Internet hören, sollte immer sein, dass wir einen Hunger bekommen, für uns persönlich mehr die Schrift zu studieren, mehr für uns zu graben. Ja? Und da kann sich auch jeder selber individuelle Ziele setzen. Wie ist mein persönlicher Umgang mit der Schrift? Lese ich vielleicht die Bibel einmal im Jahr? Das kann ein sehr hohes Ziel sein, aber ein gutes Ziel. Oder lese ich jeden Tag einen Abschnitt oder wie auch immer. Es kommt nicht auf die Menge an, aber auf unsere Hingabe an die Schrift, auf unsere Leidenschaft für die Schrift. Was zeichnet den Lehrer aus? Da haben wir mit Apollos in Apostelgeschichte 18 ein ganz tolles Beispiel. Es war kurz davor, bevor Paulus diese 2-jährige Schule dort gestartet hat, war Apollos schon dort und hat das Evangelium gelehrt und verkündigt. Und von ihm lesen wir 2 Dinge. Er war brennend im Geist und er war akribisch oder sorgfältig. Ja. Aber akribisch, auch diesen griechischen Begriff, können wir sehr gut verstehen im Deutschen. Also dieser Apollos hatte eine Leidenschaft für die Schrift und er hat auch genau hingeschaut. Und das ist eine schöne Charakterisierung für den Lehrdienst. Und er will, der Lehrer, er möchte Menschen ein theologisches Fundament geben, wo sie festhalten können, wo sie durchträgt durch stürmische Zeiten, in denen wir leben. Und besonders auch Christen stelle ich immer wieder fest, die auch schon lange mit dem Herrn unterwegs sind. Sie haben eine Sehnsucht nach Lehre, die nicht irgendwo nur so an der Oberfläche hinplätschert, sondern die in die Tiefe geht. Und das ist, was uns stärkt, was uns weiterbringt, was uns festmacht. Fassen wir zusammen. Der Lehrer ist eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe im Gemeindekontext. Er ist nicht der 5., der hier auch noch genannt wird, neben den Aposteln, Propheten, Hirten und Evangelisten, den man halt irgendwie auch noch braucht, sondern er hat eine entscheidende Rolle
zusammen mit den anderen Diensten die Gemeinde für die Zukunft fit zu machen. Und ich glaube, angesichts von dem, dass wir mehr und mehr die Schrift, ich sage es mal so platt, dass wir mehr und mehr die Schrift vergessen in unserem christlichen Kontext, dass sie mehr und mehr in den Hintergrund rückt, ist doch gerade seine Aufgabe, sie wieder ins Zentrum zu stellen. Dass wir auf die Schrift ausgerichtet sind, dass wir auf die Schrift fokussiert sind. Es geht also nicht nur darum, dass wir aufpassen, ja, dass ihr Lehrer und ihr Lehren keinen Raum bekommen, die nur nach den Wünschen der Hörer reden, sondern vor allem, dass wir es positiv sehen, dass wir gute Lehrdienste haben, dass wir guter Lehre uns zuwenden und selber dadurch wachsen und dann selber auch wieder zu Multiplikatoren werden und es weitergeben an andere Menschen. Ja, Paulus hat die nächste Generation gelehrt, Timotheus, Titus und wie sie alle heißen, und hat zu ihnen gesagt, und ihr seid dran, wiederum die nächste Generation zu lehren. Also dieser Multiplikationseffekt. Und wisst ihr was? Es hat funktioniert. Die haben das gemacht. Sonst hätten wir heute die Schrift nicht. Ja, Paulus hatte immer diese Zukunft im Blick, diese Multiplikation des Lehrdienstes. Das heißt, zusammen mit den anderen Diensten, die Lehrer sind wichtige Baumeister der Gemeinde, der lokalen Gemeinde und der Gemeinde weltweit. Und ich möchte dir mit auf den Weg geben, auch wenn wir jetzt einige negative Beispiele uns auch angeschaut haben, mit Irrlehrern etc. und viele gute Dinge haben, wo es tolle Lehren gibt, tolle Lehrer gibt. Welche Lehrer häufst du dir an und welche Lehre wendest du dich zu? Ja. Und da wünsche ich dir, dass da viel Frucht entsteht, dass du viele tolle Aha-Effekte hast, viele tolle Dinge lernst, die du umsetzen kannst, weil Lehre funktioniert. Das hat Jesus zum Kriterium gesagt. Ja, ihr werdet sehen, dass mein Wort funktioniert. Amen.